Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Geistjäger Delaware St. John. Ja, hier sind wir wieder, wir beiden, und wir machen jetzt weiter. Wir gucken jetzt erstmal, ob die Luft rein ist. Ja, denn so ein zu sein. Komisches Biest ist ja uns hinter uns her. Ja, wahr. Oh. Eine Illusion, Zimmer 300. Also müssen wir jetzt wohl, glaube ich, in den dritten Stock fahren, oder? Nehme ich auch stark an. Ja. Ja, wie ihr unten und links hier sehen könnt, hier ist noch das Equipment von dem vorherigen Kapitel. Die Gummistiefel und die Puppe. Aber ich denke mal, das kleine Mädchen hat schon ein düsteres Geheimnis, ne? Ja, das hilft sehr düster, das stimmt. Irgendwie scheint sie sehr weit darin verstrickt zu sein hier. Das ist mal 300, ne? Ja, genau. Oh, da ist das kleine Mädchen wieder. Ach du Scheiße, ey. Da war das kleine Mädchen. Ja. Und ich finde sie jetzt auf einmal nicht mehr so süß. Nee. Alter, die Zimmer, die sehen auch schon ziemlich heftig aus. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Was für eine Überraschung, die Tür ist abgeschlossen. Siehst du nichts? Abgeschlossen. Wir können ja auch nichts machen soweit. Hier ist auch nichts. Die Tür ist abgeschlossen. Vielleicht ein Foto vom Zimmer machen? Ja, meinst du? Ich denke, da hilft Kyle bestimmt weiter. Ja. Hey Dell, ich habe das Bild per Scanner untersucht. Nichts Besonderes zu finden. Ja, super. Zimmer 300, aber nichts Besonderes zu finden. Was hat denn die Illusion zu bedeuten? Sonst ist es mit einem Nachttischkommode und einem Bett irgendwie. Sollen wir mal kurz bei Kelly durchklingen? Kann man machen, oder? Ja. Oh. Was hat das zu bedeuten? Wer sind Sie? Was ist hier los? Ich hab Angst. Oh. Ich hol sie erstmal ab. Oh Gott. Hey, Dell. Hey, selbst. Ich bin in Zimmer 300. Das ist das Zimmer, in dem Victoria und ihre Tochter gewohnt hatten. Ich konnte sehen, wie sie entführt wurden. Es waren zwei Männer, aber ich konnte sie nicht genau erkennen. Du musst herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Dieser Vorfall könnte für alle anderen Vorfälle verantwortlich sein. Habe verstanden. Ich halte meine Augen offen. Es ist doch immer wieder beruhigend, Kelly zuzuhören. Ach, guck mal an. Es ist ein Schlüssel. Was steht auf dem Schlüssel drauf? Kannst du irgendwas sagen, oder... Ist es vielleicht der Schlüssel für diese Schatulle da unten im Keller? Ich weiß nicht. Sollten wir mal ausprobieren? Ja, können wir ja. Irgendwie eine andere Möglichkeit für den Schlüssel? Ja, glaube ich auch, dass wir keine haben sonst. Es wird alles wieder gut, mein Baby. Alter, wenn jetzt dieses kleine Mädchen jetzt in der Schatulle da unten drin liegt, ne, dann... Wieso habe ich nur den Vorschlag gemacht? Ich glaube, manchmal ist es doch besser, einfach mal ruhig zu sein. Ja. Ab in den Keller. Es ist doch eine sehr beklemmende Atmosphäre irgendwie. Ja, sollen wir zur großen Truhe gehen oder zur kleinen als erstes? Zu klein, würde ich mal sagen. Okay, schon machen wir erstmal die kleine offen. Hier nicht zu gebrauchen. Okay, super. Hier nicht zu gebrauchen. Okay, dann gehört sie in die große rein wahrscheinlich. Echt? Okay. Ach du Scheiße. Wie war das? Es ist nicht nötig, die Decke zu öffnen. Mir ist jetzt nicht nach verwesten Leichen. Hey Dell, wie kommst du voran? Ich habe die Körper der beiden gefunden. Sie steckten in einer Truhe im Keller, all die Jahre schon. Ermordet. Und Berner ist längst selbst gestorben.
Also keine Chance auf Gerechtigkeit. Bernard wollte sicherstellen, dass seine Frau niemals von seiner Affäre mit Victoria und dem gemeinsamen Kind mit ihr erfährt. Er schickte seine Männer, die sie verschwinden lassen sollten. Das war bestimmt der Auslöser für den Fluch. Die Atmosphäre hier unten ist schon irgendwie anders. Es wirkt nicht mehr so düster. Noch ist es nicht vorbei. Da ist noch immer die Tragödie mit der Zaubershow. Ich habe mehr über Roxanne Black herausgefunden. Ihre Leiche wurde im Treppenhaus des dritten Stocks entdeckt. Laut offiziellem Bericht trug sie einen Stapel... saubere Handtücher. Das ist richtig. Sie trug sie auf ihrem Weg nach unten, als sie ausrutschte und die Treppe hinabstürzte. Sie brach sich das Genick. Aber woher wusstest du das? Männliche Intuition. Was sollte ein Zimmermädchen denn sonst tragen? Ich sehe mir den Ort des Geschehens genauer an. Bis gleich. Okay, also wo geht's hin? Treppe zum dritten Stock. Okay. Denke ich mal. Die Tür ist abgeschlossen. Schon mal abgeschlossen. Müssen wir doch nach oben. Ich glaube, ja, wir sollten, glaube ich, nach oben fahren, dritten Stock, oder? Ja, denke ich auch mal. Okay, kannst du mir dazu etwas sagen? Eine Sekunde noch, ich erhalte es gerade. Was du da aufgenommen hast, ist ein EVP. Ah, super. Kannst du das auch etwas deutlicher sagen, so von Bücherwurm zu Normalo? Ach Dell, das heißt Electronic Voice Phenomenon. Eine körperlose Stimme aufgezeichnet mit einem modernen Gerät. Ich habe es erst nicht verstehen können, dann habe ich es mal rückwärts versucht. Und? Die Stimme sagte immer und immer wieder... Zimmer 306, Kammer. Okay, dann weiß ich ja jetzt, wo ich hin muss. Oh Gott. Wollen wir da wirklich hin? Wir müssen, glaube ich, dahin. Zimmer 306. Die Tür ist abgeschlossen. Wir kommen aber nicht rein, Zimmer 306. Die Tür ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Schon wieder abgeschlossen. Ja. Mich wundert es, dass es nicht eintreten kann, so, ja, so runtergekommen, wie die Bude ist. Ah, wir müssen ja auch. Haha. So geht's auch. Wenn ich schon davon spreche. Ja. Hier ist soweit nichts. Welche Kammer? Linke oder rechte? Ich würde mal sagen linke. Geht nicht, wir können nur die rechte machen. Siehst dann du? Nehmen wir die rechte. Was ist das Zauberwort? Anscheinend nicht, bitte. Okay. Ja, ich würde sagen Tücher, ne? Ja. Dieser Schlüssel, er gehört zu einer Schatulle. Aha. Also wieder zurück in den Keller. Wundert mich sieht nicht. Sieht so aus. Mich auch nicht. Kann man nicht ganz in den Aber Keller fahren? Klappt nicht. Oh, toll. Aber ein schönes. Ja, schon, ja. Das Zimmer war nicht schon eigentlich gewesen. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Würde man so nicht vermuten, dass da etwas Schlimmes passiert ist? Ja, das stimmt. Okay. Wie konnte er mir das antun? Er hat mich doch geliebt. Wir wollten doch alt miteinander werden. Ready to go. Ein Bild. Ich wette, Kelly würde dieses Bild auch gerne sehen. Okay, dann machen wir gleich mal ein Foto. Kelly, wo bist du? Ich habe etwas Interessantes gefunden. Das Bild kommt gerade durch. Wer hätte das gedacht? Rupert Cosmond und Roxanne Black. Der Zauberer und das Zimmermädchen. Eine Affäre. Dann hätte Faye ein Motiv. Das denke ich auch. Ich gehe wieder nach oben und sehe mich um.
Also wieder zurück in das Zimmer. Also, dieser Magier war anscheinend nicht nur begabt in der Zauberschule, sondern auch mit Frauen. So wie es sich anhört, beziehungsweise so wie es aussieht, ja. Kann man Faye eigentlich nicht mal so übel nehmen? Wieso? Dass sie Hat sie ihn umgebracht, oder? Ich weiß es nicht. Aber was kann sie falsch verübeln? Ja eben, dass sie wütend auf ihn war und vielleicht aus dem Affekt gehandelt hat. Falls sie es war. Aber so wie sie das die ganze Zeit vor sich hin brabbelt, ja, kam mir das schon ein bisschen so vor. Ist das hier gewesen? Nö. Wo war denn das andere Zimmer? 300, oder? Was für eine Überraschung, 300? Die Tür ist abgeschlossen. Oder, nee, war es nicht auf der Treppe, wo Roxanne gestorben ist? So immerhin. Warte mal, was ist das? Hier ist eine Tür hinter. Siehst du das? Wurde einfach drüber tapeziert. Das waren bestimmt die Italiener. Da liegt sie doch, guck, siehst du den Tod nicht? Ja. Gehen wir das Bild mal. Aha. Ich danke Ihnen. Sie bedankt sich und ist weg. Das wäre schon mal eine Seele weniger. Okay, Verbindung ist mit Kelly, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade hin muss. Ja, denke ich auch mal. Was sie zu sagen hat. Hey Kelly, ich muss jetzt in Zimmer 402, richtig? Sicher, Delaware. Sobald du den vierten Stock angebaut hast, es ist Zimmer 204. Du warst schon drin, vergessen? Okay, 204. 402. Also ich finde, dass es trotzdem irgendwo ein Horror-Game ist, also machen die ziemlich viele Witze und vor allem sehr viel Sarkasmus drin. Ja, das finde ich auch, ja. Aber dadurch, das mindert aber das Spielgefühl eigentlich nicht, weil es ist trotzdem sehr, man rätselt dann schon mit und denkt sich schon seinen Teil dazu bei. Die Tür ist abgeschlossen. 204, ne? 204, ja. So. Jetzt? Okay. So, Rupert. Unterschätze niemals eine betrogene Frau. Ich jedenfalls bin keine Frau, die dich so einfach hinnehmen wird. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und dieses kleine Luder von Zimmermädchen, das alles kaputt gemacht hat, was wir beide uns aufgebaut haben. Das wird eine Überraschung für alle werden. Okay. Die gehört der Ehefrau. Ja. Ist immer eine Gefahr, ne? Oh ja. Lebensende mit drei Buchstaben, ne? Ist garantiert nicht der Tod, sondern eher die Ehe. Ja. Mal gucken, was Kelly sagt. Faye hat Rupert und Roxanne in einem Eifersuchtsanfall getötet. Okay. Ich muss etwas finden, das Ruperts Seele zur Ruhe verhilft. Was denn? Also jetzt ist es offiziell, dass Faye Rupert getötet hat. Ja. Was für eine Überraschung, die Tür ist abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wohin. Er sagt ja, wir sollen irgendwas finden, aber was? Um seine Seele zu Frieden zu gewähren. Wenn du sie vielleicht nochmal anrufst? Meinst du? Die Tür ist abgeschlossen. Oder vielleicht im Zimmer 204. Ich guck mal nach, ob hier noch was ist. Dell, ich habe das Bild erhalten. Die Scanner haben nichts darauf entdecken können. Du solltest die Batterien deines VEC schonen und nur Fotos machen, wenn du paranormale Aktivitäten vermutest. Ja, gute Sache. Aber hier ist soweit nichts. Vielleicht hier drinnen. Abgeschlossen. Das war irgendwie klar. Ja. Hier? Die Tür ist abgeschlossen.
Ich habe keine Ahnung, was soll man hier finden noch? Da ist irgendwie was. Ah, da war irgendwas. Ah. Was haben wir denn hier? Ein Geständnis von Faye höchstpersönlich. Es war hier all diese Jahre über. Das sollte Rupert Seele zur Ruhe verhelfen können. Siehst du, haben wir also doch was gefunden. Hm. Kann man das sich das durchlesen, dieses Geständnis? Ich glaube nicht. Nee, können wir nicht. Schade. Wäre zu schön gewesen, was dabei rausgekommen wäre. Ach nein. Delaware, bist du noch da? Ich habe ein paar Infos für dich über den Jäger. Toll. Beeil dich. Ich habe das Wesen eben den Gang hinunterrennen gesehen. Okay, okay. Es scheint, dass das Zimmer, in das du zum Schutz geschickt wurdest, nicht deinem Schutz dienen soll. Diese Zimmer sind als Fallen für die Kreatur gedacht. Was soll ich jetzt tun? Mich mit dem Ding gemeinsam einschließen? Kleine Gedächtnisstütze, das Ding ist riesig. Das Zimmer ist nicht nur ein Käfig. Es ist mehr eine Art Sterbezimmer. Es schließt die Energie ein. Ich schätze, die guten Geister des Gebäudes haben ihn errichtet. Klingt ja alles schön und gut, aber da gibt's ein Problem. Welches? Ich habe keinen Schimmer, welches Zimmer das Geschützte ist. Dann schlage ich vor, du siehst dich um. Den alten Texten zufolge ist das Wesen viel böser und gefährlicher, als wir dachten. Danke. Jetzt geht es mir gleich schon viel besser. Ja, mir auch. Okay. Ja, Leute, was passiert, wenn wir das Zimmer betreten, beziehungsweise welches Zimmer es ist, dies und noch viel mehr, werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Geisterjäger Delaware St. John. Bis dahin wünschen wir natürlich wieder viel Spaß beim Gruseln. Bis dann, ciao. Tschüss.